My every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Herzlich willkommen bei Singtipps bei Emu. Lasst uns direkt den Elefanten im Raum ansprechen. Ich habe meine Haare geschnitten. Wenn dir meine Haare genauso wie der Kanal gefällt, dann lass jetzt ein Like da oder wenn du neu bist, ein Abo. Denn mein Name ist Emu und das ist mein Kanal, auf dem ich dir das Singen beibringe. Mit viel Spaß und guten Tipps, okay? Also let's go. Heute zeige ich dir eine spezielle Technik, mit der du Kunststücke mit deinem Gesang machen kannst. Ja, du hast richtig gehört. Heute geht es um Riffs and Runs. Was sind Riffs and Runs? Ganz einfach. Jedes Lied besteht aus einer Abfolge von Melodien oder Tönen. Nehmen wir ganz einfach den Song Alle meine Entchen, okay? Das ist die melodische Abfolge oder die Töne, die folgen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Wenn ich jetzt einen Riff zu Alle meine Entchen hinzufüge, dann würde das beispielsweise so klingen. Alle meine Entchen, 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 Entchen. Ein Run hingegen würde etwas länger sein. Beispielsweise so. Alle meine Entchen, oh, oh, oh. Habt ihr es gemerkt? Ein bisschen länger. So, jetzt fragt ihr euch, wie baut man das am besten in seinen eigenen Gesang ein? Dazu gibt es am Ende des Videos noch eine kleine Übung. Aber lasst mich vorweg sagen, es ist sehr wichtig, dass man eine musiktheoretische Kenntnis darüber hat, in welcher Tonlage sich man befindet. Oder mit einfachen Worten, alles, was du hinzufügst, muss tonal und rhythmisch passen, okay? Das Ziel ist es nämlich, immer Töne aus der jeweiligen Tonart des Songs zu picken und ein bisschen hinzuzufügen, sodass man seine eigene Note hinzufügt. Habt ihr gesehen, was ich da gemacht habe? Yeah. Lasst mich euch aber vorweg etwas sagen. Und zwar, Riffs und Runs sind so ähnlich wie Schmuck. Wenn man ein bisschen was um seinen Hals hat, dann sieht das immer sehr nice aus, wenn man so eine coole Goldkette hat. Aber wenn man auf einmal in einer Schatzkiste eingetaucht ist und überall alles glänzt und blinkt, dann kommt das sehr oft ein bisschen wie ein kleiner Angeber oder so rüber. Setzt also Riffs und Runs immer nur sehr sparsam ein, um ein bisschen zu zeigen, dass ihr kleine Kunststücke mit eurer Stimme machen könnt. Nicht zu viel, weil sonst kommt das immer sehr schlecht rüber. Also nochmal kurz zusammengefasst. Riffs sind kleine melodische Ausflüge und Runs sind lange melodische Ausflüge. So, wie erfindet man jetzt oder fügt man Runs hinzu? Ich würde da grundlegend mit den Basics anfangen. Lasst uns dazu wieder Alle meine Entchen verwenden, weil das ein sehr einfacher Song ist. Man kann jetzt einfach beispielsweise ein bisschen experimentieren und gucken, ob man vielleicht einen Ton zu Alle meine Entchen hinzufügt. Würde dann beispielsweise so klingen. Alle meine Entchen. Habt ihr es gemerkt? Das ist schon ein bisschen anders, als wie es original ist. Ich werde jetzt mal so eine kleine Loop machen, das heißt, ich werde gleich ein bisschen schnipsen und dann werde ich immer versuchen, die Melodie ein bisschen abzuwandeln, so lange, bis ich ein paar coole, neue Kurztrips oder Runs und Riffs gefunden habe. Okay? Let's go. Alle meine Entchen. Das ist ein Ton, jetzt machen wir mal zwei. Alle meine Entchen. Das waren jetzt zwei. Merkt ihr? Jetzt kann man das immer so weiterspinnen. Man kann jetzt alle meine Entchen. Ho, alle meine Entchen. Also einfach so ein bisschen. Müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Kochtopf mit ganz vielen Zutaten und ihr mixt einfach da so ein bisschen was rein. Es muss natürlich passen. Man kann jetzt nicht zum Beispiel Hackfleisch mit Nutella mixen, das wäre ja ein bisschen komisch. Aber wenn ihr beispielsweise Hackfleisch mit Salz und Pfeffer mixt, dann schmeckt und klingt es gut. Comprende? Versucht innerhalb der Tonlage des Songs
einfach mal so ein, zwei kleine Melodien hinzuzufügen. Eine zweite Übung, die man machen kann, ist, dass man sich irgendein x-beliebiges Instrumental aussucht und versucht da ein bisschen drauf rumzusummen oder rumzusingen, weil dadurch entwickelt man auch, ja, Kreativität und man entdeckt vielleicht neue Stile, neue Möglichkeiten, Songs ein bisschen anders zu gestalten. Wir machen das mal zusammen, okay? Im Hintergrund läuft ein Beat, den ich selber gemacht habe. Wichtig ist, dass ihr erstmal versucht, euch da ein bisschen einzugrooven, zu richtig zu intonieren, also die Tonlage zu finden, okay? Das wäre dann ungefähr. Wundert euch nicht, wenn das manchmal ein bisschen dauert oder man nicht ganz direkt gerade einsteigt, weil das immer so ein bisschen dauert. Okay, jetzt versuchen wir einfach mal einen Ton zu singen, okay, der dazu passt. Jetzt nehmen wir zwei. Jetzt nehmen wir mal drei. Nehmen wir mal vier. Merkt ihr? Und dann könnt ihr auch gerne dazu irgendwelche Worte nehmen. Nehmen wir mal einfach Banane, okay? Banane. 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 Und irgendwann kommt ihr dann da rein, dass ihr da mehrere Töne reinmacht. Versucht am Anfang nicht zu komplex zu werden, aber versucht einfach so ein bisschen zu grooven, okay? Ja, okay, und das waren Riffs und Runs Teil 1. Irgendwann werde ich nochmal Teil 2 dazu drehen, wo ich euch noch ein bisschen spezifischer anhand von Musiktheorie erklären kann, wie man Riffs und Runs dazu findet. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da. Wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, dann würde ich mich auch natürlich über ein Abo freuen. Und wenn du mich persönlich und den ganzen Kanal und mein Vorhaben unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du in der Beschreibung einmal schauen würdest. Da findest du einen Link zu meiner Steady-Seite, wo du mich persönlich finanziell im Austausch dafür, dass ich deine Stimme analysiere oder du mal Gesangsunterricht umsonst bekommst, unterstützen würdest. Okay? Und falls du persönlich von mir gecoacht werden möchtest, per Skype, dann schreib mir auch gerne per Instagram oder eine E-Mail auf meiner Website, ist auch alles in der Beschreibung. Und dann können wir deinen nächsten oder deine erste Vocal Session mit mir abmachen. Alright? Ich habe für dieses Video alles gesagt für heute. Ihr wisst ja, wie das immer am Ende ist. Und in diesem Sinne, echt vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt echt ganz, ganz knapp vor den 10.000 Abonnenten. Danke. Ich sag immer danke, weil das ist mir super wichtig. Danke, 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 danke. This is Emu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag and I'm signing off. Peace. Da! Yeah! Ich weiß nicht, warum ich am Ende des Videos immer auf so komische, hohe Sachen komme. Was ist los mit dir? Das müssen wir ändern.